Herzlich willkommen bei unseren heutigen Übungen mit der freundlichen Unterstützung von Chris Lugner. Und hallo! Und wir zeigen Ihnen heute Bauchübungen für den Rumpfbereich. Ja, aber der nächste Sommer kommt bestimmt und dann müssen die Bauchmuskeln gestellt werden. Absolut, absolut. Absolut. Wir gehen so am Rücken, warte, ein bisschen rüber, Christina, auf links rüber. Okay. Ja, genau. Nehmen die Handeln. Ja. So, wir machen beide, gehen so runter, ausgestreckte Arme und gehen links runter. Links, ja, genau. Eins, gut. Und auf der anderen Seite. Und das geht auf die seitliche Bauchmuskulatur. Genau. Sprechen kann man dabei nicht mehr sehr viel. Genau, und auf die Koordination natürlich, dass man auch oben bleibt am Ball. Ja. Das heißt, es geht auch auf die feinen, kleinen Bauchmuskeln. So ist es, ja. Durch diese Wackelübung. Ja. Stabile, schön im Beckenbereich halten, also die Beine dagegen stützen, also links und rechts. Ja. Genau. Sehr und schön. Und das ist natürlich auch wesentlich effizienter als diese ganzen Maschinen, so wo ist man es. Einfach nur statisch nach vorne und zurück genau. geht. Hier hält man doch die ganze Spannung im Körper und bewirkt, dass wir eine schöne, straffe Muskulatur bekommen. Und fürs Golfspielen sehr wichtig, dass hier auch eine Flexibilität entsteht. Und man stärkt auch gleichzeitig den Nacken damit. Ja, das muss ich schön halten. Ja, genau. Absolut. Gut, Christine, ich befreie dich. Oh, danke schön. Ja. Danke, das ist sehr freundlich, wenn ich da jetzt je wieder aus dieser Stellung rauskomme. Ganz ruhig sitzen bleiben. Danke. Ja, diese Übung 2x20 wiederholen. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis ich zum nächsten Mal. Total auf die nächste Übung beim nächsten Mal. Gut.